willkommen zu einem neuen Vlog und das mal von der Ostküste von Kanada. Wir sind von Vancouver nach Montreal gefahren, mit dem Auto dann an die Küstenführung gefahren und zwar nach Halifax. Momentan sind wir im Peggy's Cove und wie man da hinten sieht, ist es ein ziemlicher Touristenmagnet. Aber hübsch! Yesterday there was sun and there was rain. Wunderschöne Lüneburg, die Haife zwei Nächte, ist ein Weltkulturerbe. Also der Stadtkern da hinten mit seinen uralten Holzhäuschen, Kapitänswillen, weil der Ort ist bekannt für seine Fischerei. Und es ist auch ein deutscher, schweizerischer und teilweise französischer Auswandererort von ganz früher. Sparkly shimmer on our skin. Und heute sind wir im Nationalpark Kiamkui. Ich probiere es gar nicht auszusprechen, ich schreibe es so an. Also irgendjemand, der die Namen von diesen Park erfunden hat, den möchte ich mal kennenlernen. Was hast du dir dabei überlegt? Anyway, wir haben heute leider nicht das schönste Wetter, es ist ein bisschen trüb. Und wir sind gestern ja im Seaside-Teil von dem Park gewesen. Und jetzt entdecken wir den in der Mitte der Insel von Nova Scotia. Also der Balancing Rock gsi, ziemlich alte, erstarrte Lavasäule, wo wahrscheinlich hunderte Tonnen wiegt und aussieht, wie wenn sie demnächst wieder umkehren. Aber sie steht felsenfest. Man sagt zum Beispiel, ein Fischer hat sie mal versucht umzuwerfen mit einem Seil, hat er sie festgebunden und wollte umrühren, aber es ist nicht gegangen. Es gibt schon spannende Sachen in der Natur. He? Farbeflash im Annapolis Valley.
Das Annapolis Valley ist auch wiederum ein Weinanbaugebiet und liegt an der Nordküste von Nova Scotia, also so oben. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Hallo aus dem Lichter vom Burnt Coat. Wir sind an der Stelle, wo die höchsten Tides gemessen werden auf der ganzen Welt. Und zwar ganze 16 Meter geht das Wasser bei Ebbe und Flut in die Höhe und sinkt wieder ab. Und wenn das ganze Wasser abgeflossen ist, richtig mehr, kann man da unten sogar rumlaufen, am Strand entlang. Wir haben einen besseren Ort gefunden, um euch das hier zu zeigen. Da ist das Wasser. Fließt jetzt alles in die Richtung wieder raus, weil wir High Tide hatten. Und setzt da den ganzen Boden frei, wo man dann bei Low Tide kann drauf rumlaufen kann. Im Schlamm. Aber ja, man kann es. Wir stehen an ganz einem lustigen Ort in der Nähe vom Fundy National Park, der Hopewell Rocks. Und da hinten, wo wir jetzt sind, hat es normalerweise Wasser, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das Ganze formt dann lustige Gebilde mit Höhlendurchgängen, wie die, die noch hinter mir sind. Der Wasserstand ist auch sehr schön erkennbar an diesen Algen hinter mir da am Stein. Normalerweise würde ich jetzt unter Wasser stehen. Und für den Fall, dass es doch mal eng werden sollte, wenn die Flut kommt, hängen da überall an den Felsen Seile. Das wäre es auch schon wieder vom aktuellen Vlog und somit auch der letzte von unserer Reise. Nova Scotia ist super schön an der Küste vorne. Und wir verbringen jetzt noch die letzten Tage in Quebec City und Montreal, nachdem wir dann nach 3 Monaten wieder heimfliegen zurück in die Schweiz. Und ich freue mich sehr auch auf die Schweiz wieder. Reisen ist super schön, aber auch heikel. Mal schauen, wenn es den nächsten Vlog gibt. Bis irgendwann! Tschüss zusammen!